Wir leben in einer sehr aufregenden Zeit und in diesem Video geht es um die seltene Konjunktion von Jupiter und Uranus, die ja am 21. stattfindet. Und Deutschland wird es besonders hart treffen. Wir schauen aber auch Österreich und die Schweiz an und wir werden auch noch die persönliche Auswirkungen betrachten, die dieses Datum für uns hat. Und natürlich werden wir am Schluss auch noch eine intensive Meditation mit diesen Energien machen. Also bleib dran, damit du auch alles mitbekommst. Bevor wir jetzt in dieses Thema tief einsteigen, möchte ich euch bitten, schaut mal hier unter das Video. Da habe ich euch Links eingefügt von kostenlosen Angeboten von Smarana. Zum Beispiel kannst du deine Bestimmung finden oder eine Engelskarte ziehen. Das sind alles schöne Dinge, die es hier kostenlos gibt. Ja, und dieses Thema, es kommt so eine Welle der Veränderungen auf uns zu, große Veränderungen durch diese am 21.04. stattfindende Konjunktion. Und wir haben die Möglichkeit zu einem enormen persönlichen Wachstum. Diese Konstellation ist eine der kraftvollsten Momente, die diese lang ersehnte, dringend nötige Befreiung unterstützt. Wir haben also, man könnte sogar sagen, dass diese Konjunktion von Jupiter und Uranus als Katalysator für Befreiung und Innovation uns dient. Und das heißt also, astrologisch gesehen bekommen wir hier sozusagen einen Treibstoff für spontane Glücksmomente und unverhoffte Durchbrüche, die das Leben, unser Leben nachhaltig positiv beeinflussen können. Wir haben auch auf Telegram über dieses Thema geschrieben und dort gebe ich eigentlich allen die Möglichkeit, dass sie sich mit mir verbinden und dass wir über verschiedene Themen auch diskutieren und tiefer eintauchen können. Und gerade diese Konjunktion ist sehr wichtig, weil sie ja ein immenses Potenzial hat, um uns zu unterstützen. Schau gerne mal auf Telegram und vielleicht magst du ja auch dabei sein. Jetzt bedeutet dies, dass einige Tabus gebrochen werden und wir konventionelle Pfade verlassen dürfen, um Raum für das Neue zu geben und dann auch aus den alten Mustern ausbrechen und in dem Zeitalter, wo wir ja leben, Hoffnung und Wandel verstärkt in die Aufstiegsenergie hineinkommen. Und diese Konjunktion, die jetzt am 21.04. stattfindet, die geschieht nur alle 14 Jahre. Und einen Tag vorher haben wir die Planetenparade. Das heißt also, wir haben eine wunderschöne Konstellation von 5 Planeten, die in einer Reihe stehen. Venus, Merkur, Neptun, Mars und Saturn. Und diese Energie ist sensationell, denn sie erhöht unseren Lichtkörper, sie aktiviert unseren Lichtkörper, sie bringt unsere Chakren in die Mitte und vereint unsere Chakren, gibt uns mehr Kraft und wir haben es leichter, uns mit unserem höheren Selbst, sprich mit unserer Seele zu verbinden. Und das insgesamt gibt uns eine ganz große Energieerhöhung und das ist natürlich für das Erwachen der Menschen sehr förderlich. Und jedoch, und ich komme dann auch gleich noch auf die einzelnen Länder zu sprechen, jedoch hat diese Transformation auch für uns persönlich eine große Bedeutung, auch für die Aura eine besondere Bedeutung, denn wenn sich der Energiekörper erhöht, wird die Aura ausgedehnt und wir haben über die Aura die Möglichkeit, intensiv nochmal zu wachsen, intensiv zu wachsen und es ist auch möglich, besonders in der Aura Heilungen vorzunehmen. Und alle, die sich schon angemeldet haben für das Webinar der Aura, der energetischen Operationen, der Aura-Operationen, der wird feststellen, dass wir gerade jetzt eine sehr gute Zeit der Unterstützung, der energetischen Unterstützung haben. Und ich werde euch sehr viel beibringen können von diesen Dingen. Und wenn wir in der Aura alles gereinigt haben, wenn unsere Aura frisch und frisch gestärkt ist, dann spüren wir noch viel intensiver diese Möglichkeit, uns in unserer spirituellen Entwicklung, in unserem Weg des Erwachens auszudehnen. Also das ist eine wertvolle Unterstützung. Und schaut mal, unter dem Video habe ich euch auch diesen Link aufgeschrieben.
Was ich aber auch noch sagen muss, dass diese große Transformation von Jupiter, Uranus, dass die eine Transformation auf die Gesellschaft und das Zusammenleben der Gesellschaft bringt. Das heißt also, wir sind irgendwie alle davon betroffen. Und besonders die Form, wie wir zusammenleben, ist betroffen. Das heißt also, übergreifend gesehen, wird das Zusammenleben der Menschen in einer Familie, in einem Ort, in einem Staat oder auch von einer Nation, wird die übergreifend transformiert. Und wir wissen, eine Transformation hat viele Gesichter, aber letztendlich kommen wir in eine lang ersehnte Befreiung durch diese wundervolle Energie. Und jetzt habe ich noch was ganz Wichtiges zu sagen. Wir hatten ja vor 84 Jahren auch schon mal eine Konjunktur von Jupiter und Uranus zu verzeichnen. Damals 1940 wurde dann der Zweite Weltkrieg ausgetragen und das ist also so eine heiße Konstellation, das möchte ich euch damit erklären. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass wir den Dritten Weltkrieg bekommen, sondern wir werden dies nicht mehr erleben. Das ist ganz klar. Aber damit es nicht dazu kommt, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auf die richtige Zeitlinie einstimmen. Das heißt auf die große Zeitlinie, die größte Zeitlinie der Erde, die für Frieden steht, die für Liebe steht, die für die fünfte Dimension steht. Das ist die Arbeit uns von uns als Lichtarbeiter, dass wir uns immer wieder auf diese Zeitlinie einschwingen. Und ihr braucht aber keine Angst zu haben, dass ihr diese Zeitlinie jetzt nicht treffen könntet. Denn immer wenn ihr in dem positiven Denken seid, in dem Denken an Frieden, in dem Wünschen, dass wir Frieden haben werden, seid ihr schon auf dieser Zeitlinie. Also ich möchte einfach dadurch nur sagen, wir sind die Meister der Schöpferkraft und wir können den Frieden stabilisieren und halten. Jetzt komme ich erst noch mal zu der Bedeutung für Deutschland, Österreich und Schweiz und dann schauen wir noch mal intensiv die persönlichen Auswirkungen an, die wir durch diese Konstellationen in unserem Energiefeld spüren. Deutschland. In Deutschland haben wir das Thema der Regierung. Wir haben dort, fühlen wir als Betroffene, sage ich mal, Energien wie Rebellion, Transformation und Veränderung. Also es steht also an, dass sich die Führung in Deutschland verändern könnte durch die Unzufriedenheit der Menschen. Und die Unzufriedenheit wächst immer mehr. Und es ist ja auch kein Wunder, was hier alles getan wird. Das passt einfach nicht zu dem, was wir denken und fühlen. Das heißt also, für Deutschland könnte dies bedeuten, dass wir durch diese große Veränderung, in die wir unweigerlich hineinkommen, weil so viele Leute unzufrieden sind und immer mehr unzufrieden sind, letztendlich dann auch einen besonderen Fortschritt machen, einen gesellschaftlichen Fortschritt machen und dass dieser Wandel schneller kommt, als wir uns das vorgestellt haben oder wie wir uns das wünschen. Das heißt also, eine Zeit des Neuanfangs und der Erneuerung wird durch diese Konjunktion symbolisiert. Das heißt also, ein politischer Richtungswechsel ist denkbar und aber auch gewisse gesellschaftliche Veränderungen können sich ereignen. All das kann langfristige Auswirkungen haben und überholte Denkmuster einfach von uns löschen, indem wir erkennen, dass sie falsch waren, die wir die ganze Zeit hatten. Jetzt haben wir Österreich. Österreich ist in der Lage, durch diese besonderen Energien einen großen Schritt in der Entwicklung neuer Technologien oder von Innovationsprojekten zu erschaffen. Ja, also Österreich hat
die Möglichkeit, wirtschaftlich ein Wachstum zu bekommen und auch können sich dort bedeutende gesellschaftliche Veränderungen ereignen. Zum Beispiel mit Gesetzesreformen, neuen politischen Richtlinien, die aber auch aus einer gewissen Unzufriedenheit des Volkes kommen, würden dort diese Änderung unterstützen. Und das heißt also, es könnte dort zu einer Zeit kommen, in der viele Menschen bestrebt sind, sich von all den Bindungen zu lösen und neue Wege zu gehen, auch in ihrem persönlichen und beruflichen Leben, sowie auch in der Politik. Also auch da ist einiges im Gange. Und jetzt schauen wir die Schweiz an und danach kommen wir nochmal zu dem persönlichen Aspekt von jedem von uns. Die Schweiz ist dabei, auch politisch neue Initiativen oder wirtschaftliche Reformen durchzuführen. Also das bringt diese Energie dazu, dass sich da einiges ändert. Und auch dort hat man einige Zukunftsprojekte, die das Potenzial haben, langfristig positive Veränderungen zu bewirken. Kulturelle Aspekte wie Kunst und Kultur werden sich dort auch verändern und man sieht in der Gesellschaftsstruktur eine neue Richtung. Also es kommen frische und dynamische Werte dazu, die die Schweiz dazu inspirieren, innovative Umwelttechnologien zu entwickeln und auch umzusetzen. Die Menschen in der Schweiz beginnen sich in ihren persönlichen Freiheiten zu erweitern und auf dem Weg der Selbstentwicklung und Verwirklichung zu begeben. Also dort ist eine bestimmte persönliche Weiterentwicklung auf dem spirituellen Weg für die Menschen leichter zu vollziehen als wie die ganze Zeit. Also das kommt durch diese wunderbare, schöne Energie der Konjunktion. Jetzt, wenn wir allgemein mal schauen, für die persönlichen Auswirkungen, da haben wir mit dieser großen astrologischen Aktivität, die wir gerade haben durch die Konjunktion von Jupiter und Uranus, werden die Aurafelder besonders anfällig für Störungen sein. Also das heißt also, energetische Störungen, energetische Bewegungen werden wir intensiver in unserer Aura spüren. Das heißt also, diejenigen unter euch, die hochsensibel sind, sollten sich gut schützen, damit sie da ihre Aura rein behalten. Aber auch all dies bringt uns die Möglichkeit einer transformativen Heilung und Erneuerung. Und da kommt wieder mein Aura-Webinar ins Spiel. Diese transformative Heilung ist eine Möglichkeit, dass wir uns in unserem spirituellen Weg immer leichter vorwärts bewegen können. All das regt uns dann wieder an, mehr Verantwortung für unsere energetische Gesundheit zu übernehmen. Also die Tage jetzt, die kommen, bringen uns dazu, sehr viel für unsere Gesundheit zu tun und bringen auch ein tieferes Verständnis für unsere eigenen emotionale und physische Gesundheit. Also wir beginnen mehr auf unseren Körper zu hören und vielleicht bekommt auch der eine oder der andere von euch noch den Impuls, sich anzumelden für den Live-Channel-Abend zur Heilung und Stärkung des Bioms. Denn das ist ganz wichtig, dass wir auch uns entgiften vom Darm her und zusätzlich dann auch noch, wenn ich wieder auf die Aura komme, unsere Aura schützen. Und das lernst du alles in dem Webinar mit der Aura, mit den energetischen Operationen. Schau noch mal unter das Video, dort sind die Links und folge einfach deinem Impuls, wo du gerne dabei sein möchtest, um etwas für dich zu tun. Denn du weißt, jetzt gerade an diesen Tagen werden diese Energien, etwas für sich zu tun, besonders gestärkt. Und diese Möglichkeit sollten wir tatsächlich alle nutzen. Jetzt sprühe ich mich ein, denn wir werden jetzt gleich eine wundervolle Meditation machen, wo wir uns in das Universum, in die Energie hineinschwingen, wo wir beginnen mit der Fünf-Planeten-Konstellation und dann lasse ich mich führen, was es alles bringen wird, wohin uns die Energien führen und es geschieht da bestimmt auch schon die Möglichkeit einer energetischen Heilung. Da wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude dabei und ja, lasst euch einfach fallen in die Energien und tragen. Smile.
Geliebte Herzensmenschen, voller Freude darf ich euch begrüßen zu dieser besonderen Meditation in der Verbindung zu den fünf Planeten der Konstellation, die unsere Energie erhöhen wird. Und bevor wir jetzt in die Energien eintauchen, möchte ich dich bitten, Licht und Liebe einzuatmen und dieses Licht und diese Liebe direkt in dein Herz hineinfließen zu lassen. Vielleicht spürst du, wie sich dabei dein Herz ausdehnt, wie sich deine Energie ausdehnt und deine Aura ebenso ausdehnt. Lenke deinen Fokus auf deine eigene Energie und spüre, wie du sanft zu schwingen beginnst, zu schwingen in Harmonie und im Gleichgewicht des Universums. Um vorbereitet zu sein für das, was geschehen wird, diese große Konstellation, diese große Konjunktion, die dich in deinem persönlichen Wohl unterstützen wird, für dich genau das zu finden in deinem Leben, was wichtig ist. Und wenn du nun fühlst, wie die Energien dich umgeben, wie es besonders still oder wie du diese Stille auf eine besondere Art fühlen kannst, dann bist du bereit, dich jetzt zu öffnen für diese wunderschöne Planetenkonstellation der fünf Planeten. Venus, Merkur, Neptun, Mars und Saturn. Und so bleibe ein wenig meditativ nun in diesem Gefühl und spüre, wie sich deine Chakren mit diesen Planeten verbinden, wie sich dein Lichtkörper mit diesen Planeten verbindet. Und lass dich einfach nur tragen von diesen Energien. Und spüre, dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist. Und spüre genau, wie es dir gut tut. Und vielleicht erhältst du auch Bilder von den Dingen, die jetzt wichtig für dich sind. Und so lass alles geschehen. Erlaube dir, dich fallen zu lassen und tragen zu lassen. Die geistige Welt ist dir ganz nah. Die Sternenwesen sind an deiner Seite. Sie singen deinen Namen. Sie tragen dich dorthin, wo es wichtig für dich ist. Sie zeigen dir Gefühle oder Bilder, die eine bestimmte Bedeutung für dich haben. So lass es ruhig geschehen. Und spüre, wie sich deine Energie anhebt und du nun die Zeitlinie des Friedens vor dir siehst. Die Zeitlinie des Friedens, die dich einlädt, dich mit ihr zu verbinden
und du dies jetzt ganz leicht mit deinem Fokus tun kannst. Und so trägt dich deine Seele über Raum und Zeit an die Stelle, die für dich besonders wichtig ist. Gesegnet ist dein Licht. Und du spürst ganz tief in deinem Herzen, wie du geschützt und geliebt bist. Du fühlst, dass du auf deinem richtigen Weg bist und du mit allen vereint bist, dass die Liebe dich trägt und die geistige Welt dich schützt. Und so nimm dir noch ein wenig Zeit, um all dies zu genießen. Die Planetenkonstellation, diese Energien werden dich unterstützen und tragen. So ist es. Dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewege Hände und Füße und sei wieder ganz hier. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Gerne kannst du das Video teilen oder mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, um mich zu unterstützen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.